Eileen Berghaus hat die erste Impfdosis mit AstraZeneca vor einer Woche erhalten. Vor allem die Frage, wie es jetzt weitergeht, treibt die 20-jährige Krankenpflegerin um. Man hat erst so lange darauf gewartet, dass man die Impfung bekommt. Und jetzt die erste bekommen zu haben und nicht sicher zu wissen, ob man die zweite kriegt, ist ja ärgerlich einfach. Der vorläufige Stopp beschlossen, nachdem 7 Geimpfte in Deutschland, davon 6 Frauen im Alter von 20 bis 50, nach der Impfung eine sehr seltene Hirnthrombose bekommen hatten. 3 Fälle verliefen tödlich. Bei der sogenannten Sinusvenenthrombose können Blutgerinnsel die Arterie so verstopfen, dass die Sauerstoffversorgung im Gehirn unterbrochen wird und es zu einem schweren Schlaganfall kommt. Und zwar vor allem bei Frauen im gebärfähigen Alter. Das Ganze hat also etwas mit dem Hormonhaushalt zu tun. Diese Art der Thrombose tritt aber auch ohne Impfungen in der allgemeinen Bevölkerung auf. Jährlich im Schnitt 2 bis 5 Mal pro 1 Million Menschen. Bei 1,6 Millionen Geimpften in Deutschland gab es jetzt 7 Fälle. Und in Großbritannien, wo bereits mehr als 11 Millionen Dosen des Impfstoffs verabreicht sind, gab es 3 Fälle. Es ist noch überhaupt nicht klar, ob das auch ursächlich ist. Und tatsächlich sind diese Ereignisse auch nicht gehäuft gegenüber der Normalbevölkerung, also denen, die nicht geimpft sind. Das ist bei der Antibabypille anders. Wenn Sie die nehmen, haben Sie ein höheres Risiko tatsächlich. Und noch viel höher ist das Risiko einer Thrombose bei einer schweren Covid-19-Erkrankung. Die Europäische Arzneimittelagentur bleibt deswegen auch bei ihrer Empfehlung. Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass der Nutzen des Impfstoffs die Risiken durch mögliche Nebenwirkungen überwiegt. Eileen Berghaus will, sollte der Impfstoff nach erneuter Prüfung als sicher eingestuft werden, sich sofort um die zweite Dosis bemühen. Noch bleibt ihr Zeit, denn zwischen Erst- und Zweitimpfung sollen sowieso bei AstraZeneca möglichst 12 Wochen liegen.